Toni, sag mir, was würdest du Maximum zahlen für einen Hotdog? Für einen Hotdog? Mhm. 20 Franken. Los jetzt. Wir gehen dann Big Chic, neuen Bäcklerbetrieb. Dort gibt es bis Ende Mai einen Hotdog, der kostet sensationelle 250 Hekel. Come on, nein, oder? Mal. Willst du probieren, oder? Böni, schau mal. Also ich zahle ihn sicher nicht. Los jetzt. Das Feriengeld noch nicht ganz verbraucht. Komm, ich gebe ihn aus. Also los, komm. Gehen wir rein. Da freue ich mich drauf. It's a funny day. So I think about is hot dogs. Nice and tasty hot dogs. All I think about is hot dogs. Wow, oder? Toni? Mit Musik und allem bekommen den Hotdog. Aber ich muss jetzt gerade also fragen. Was macht der Hotdog so teuer? Es hat verschiedene Gründe. Es ist sicher nicht nur, dass Pfefferkörner mit echtem Blattgold. Ah, kannst du übrigens problemlos essen. Okay. Kurz ein bisschen Gold essen. Wir haben im Brötchen Safran aus Persien, ganz edel. Und, aber der Hauptgrund, Musik, nein, Champagnerschaum, nein, es ist etwas Drittes, es ist das Würstchen. Das Würstchen ist aus Kobe Beef. Japanisches Fleisch von Rindern, das täglich mit Musik beschallt und massiert wird. Das ist das teuerste Fleisch der Welt. Ich bin sicher, das Würstli kostet, wenn du das Würstli kostet, schon allein so Blut, irgendwie 60 Stutz. Ich kann nicht mehr warten, ich beiße jetzt einmal rein. Warte schnell, schau schnell mal, das fast rohe Fleisch vom Würstli. Fast wie ein Tatar, das ist nicht ein richtiges Würstli. Okay. Da schmeckst du, was du nachher im Mund hast. Cool, dann ich esse es trotzdem schon. Ich mag nicht mehr warten. Schmeckt der Safran sogar. Und? Es passiert etwas, das schmeckt nach ganz vielen Sachen. Schoki, Safran, Senf, Wurst, Fleisch, mischt sich alles, wechselt sich ab. Spannend. Du bist am Degustieren. Ich merke da ganz ein feines Rindfleisch. Ich schmecke aber auch die Schoki-Krambel, die er drin hat. Das gibt viel Aroma ab. Warum hat es genau Schoki drin? Eleganz, Bitterkeit, so schöne Herbheit. Das aber macht das Ganze spannend. Es ist ja kein Schoki-Brot. Es ist ja nicht irgendwie Hot Chocolate. Es ist ein Hotdog. Genau. Aber woher kommt, jetzt kurz Frage gestellt, sind wir schon mega lange gefragt geworden. Woher kommt eigentlich der Name Hotdog? Wachst du? Nein, ich muss fragen. Aber haben Sie früher einen Hund drin? Da? Nein, es ist eben, wie gesagt, Kobe Beef. Es ist immer Fleisch war nicht von Hunden. Es hat einen anderen Grund. Es ist ja vor 150 Jahren in Brooklyn so der Hotdog quasi erfunden worden von einem deutschen Metzger. Und man sagt, das leuchtet mir ein bisschen, die deutschen Metzger, die haben oft das Haustier einen Dackel gehabt. Wieso? Merkst du es? Ein Dackel, Wienerli, die gleiche Form. Ja. Sausage Dog! Ja, jetzt. Der Name, jetzt hält. Und jetzt macht alles wieder Sinn. Wie findest du es überhaupt? Ich muss sagen, es ist etwas, das ich noch nie so probiert habe. Wie gesagt, es ist nicht so der übliche Hotdog, wie ich kenne. Er hat eine ganz andere Zutaten. Du sagst schon Safran, Trüffel, ein vergoldetes Pfefferkörnchen. Finde aber sehr gut. Ich muss zugeben, 42 Franken ist für mich zu viel. Weil ich bin gerne der Schlemmer, ich esse gerne viel. Und das heisst, ich würde dann lieber 50 Hotdogs für 5 Franken kaufen. Dort bin ich genau anderer Meinung. Also gut. Ich finde, klar, es ist eine Spielerei. Wir haben jemanden, der singt. Wir haben ein ganz spezielles Fleisch. Wir haben Trüffel. Wir haben einfach ein Erlebnis. Für 250 Franken mag viel Geld sein. Aber weißt du was? Hier in Zürich hat schon manche 250 Franken dümmer ausgegeben. Wahrscheinlich auch du. Ja, ich auch, ja. Und wir wissen ja, wie es ist, Böni. Es ist Geschmackssache.